Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen etwas erläutern zu Nullstellen und Achsenabschnitten. Und zwar für 7 gängige Funktionstypen. Und welche das sind, das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Diese 7. Und dahinter steht immer die Minutenzahl. Das heißt, wenn Sie einen Funktionstyp ganz besonders interessiert, dann können Sie im Video vorspulen. Wir starten mit linearen Funktionen. Und ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht. Diese lineare Funktion und der Funktionsterm, der lautet hier 8 minus 4x. Ja, wie lautet jetzt hier die Nullstelle und der Achsenabschnitt? Und das kann man berechnen. Wenn man sich die Funktionsgleichung anschaut, 8 minus 4x, dann ist die Nullstelle ja der Punkt, bei dem die Funktion 0 wird. Also für welches x wird die Funktion 0? Und dazu setzt man die Funktion jetzt einfach 0. Und y wird 0, wenn 8 minus 4x jetzt gleich 0 wird. Das kann man umstellen. Das heißt also da, wo 8 gleich 4x ist oder x gleich 2. Und das ist auch schon die Nullstelle. Wie kriegt man jetzt noch den Achsenabschnitt raus? Der Achsenabschnitt, das ist ja der Wert, bei dem, wenn wir x gleich 0 einsetzen, y als Funktionswert herauskommt. Also setzen wir 0 ein. Da steht da 8 minus 4 mal 0. Das ist natürlich 8. Gut, zeichnen wir die beiden Punkte noch mit ein in unseren Graphen. Also Nullstelle, hatten wir gesagt, liegt bei 2 und der Achsenabschnitt bei 8. Bei linearen Funktionen, da geht Nullstellen- und Achsenabschnittberechnung noch recht einfach. Aber bei quadratischen Funktionen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und so eine quadratische Funktion, die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, exemplarisch. Und das ist eine quadratische Funktion, die ist offenbar verschoben. Und zwar um 2 nach rechts und 1 nach unten. Und wie lautet dann der Funktionsterm? X minus 2 in Klammern zum Quadrat minus 1. Was jetzt aber unbekannt ist, das sind die Nullstellen und der Achsenabschnitt, also der Schnittpunkt mit der y-Achse. Und auch dies lässt sich hier berechnen. Dazu muss man als erstes zur Nullstellenberechnung auch hier die Funktion wieder 0 setzen. Das heißt also, man sucht den Punkt, wo x minus 2 in Klammern zum Quadrat minus 1 gleich 0 ist. Um das auszurechnen, da benötigt man die zweite binomische Formel, dann wird daraus x² minus 4x plus 4 minus 1 und da, wo das 0 ist, beziehungsweise x² minus 4x plus 3 gleich 0. Ja, so eine quadratische Gleichung zu lösen, dafür steht uns die PQ-Formel zur Verfügung und da setzen wir dann einfach P und Q ein. Das heißt dann für x1 wäre das minus minus 4 halbe plus die Wurzel aus minus 4 halbe zum Quadrat minus 3 und das ist im Ergebnis 2 plus Wurzel 1, also 3. Das wäre schon mal die erste Nullstelle. Und jetzt gibt es hier aber noch eine zweite Nullstelle, nämlich minus minus 4 halbe minus die Wurzel aus minus 4 halbe zum Quadrat minus 3. Und das Ergebnis lautet dann 2 minus Wurzel 1, also 1. Das sind die beiden Nullstellen. Und wie kann man jetzt noch den Achsenabschnitt berechnen? Naja, dazu muss man einfach in die Ausgangsgleichung 0 einsetzen. Das war ja genau der Wert, den man suchte. Also 0 eingesetzt wäre 0 minus 2 zum Quadrat minus 1 oder 3. Gut, berechnet können wir also auch einzeichnen hier die beiden Nullstellen bei 1 und bei 3 und der Achsenabschnitt bei 3. Das waren quadratische Funktionen. Kommen wir nun zu kubischen Funktionen. Und kubische Funktionen, ich habe hier eine exemplarisch mitgebracht, die haben so einen geschwungenen Verlauf. Ja, und das sieht man hier. Und hier sieht man auch, dass diese kubische Funktion offenbar gar nicht verschoben ist. Und das bestätigt sich auch in der Funktionsgleichung, die lautet nämlich x hoch 3 minus 2x² plus x. Und was man auch sieht, ist, eine Nullstelle kann man eigentlich schon fast erahnen, die liegt nämlich vermutlich bei 0. Aber wir wollten das ja ausrechnen und dazu müssen wir jetzt die Funktionsgleichung wieder nehmen und 0 setzen. Also x hoch 3 minus 2x² plus x gleich 0. Beziehungsweise, was kann man hier machen, um sich das Leben ein bisschen zu vereinfachen? Naja, man kann x ausklammern. Das würde ich hier empfehlen. Also steht da x mal, Klammer auf, x² minus 2x plus 1 gleich 0. Und da sieht man sofort, die erste Nullstelle, wie wir drüben schon gesehen haben, die liegt bei 0. Die anderen beiden Nullstellen, die muss man jetzt aus dieser quadratischen Gleichung wieder ausrechnen. Und dazu benutzt man die PQ-Formel.
in gewohnter Art und Weise. Ja, wenn man das macht, dann kommt da raus, einmal als Nullstelle minus minus 2 halbe plus die Wurzel aus minus 2 halbe zum Quadrat minus 1 und 1 minus die Wurzel daraus und die Wurzel ist 0. Das heißt, das Ergebnis lautet 1. Das sind die zwei Nullstellen und dann verbleibt noch der Achsenabschnitt zu berechnen. Dazu setzt man 0 in die Ausgangsgleichung ein und 0 hoch 3 minus 2 mal 0 Quadrat plus 0 ist 0. Also das heißt, der Achsenabschnitt ist ebenfalls bei dieser Funktion, wie man auch sehen kann, 0. Und ich zeichne doch die zwei Nullstellen mit dazu. Das ist hier einmal die 0 und die 1. Das waren die kubischen Funktionen. Der nächste Funktionstyp, der macht häufiger Probleme, und zwar sind das die gebrochen-rationalen Funktionen. Gebrochen-rationale Funktionen, also Funktionen zum Beispiel vom Typ 1 durch x, aber ich habe eine mitgebracht, die ein bisschen komplizierter ist, die sieht man hier, und das ist auch eine verschobene gebrochen-rationale Funktion. Und zwar ist die um 2 nach rechts verschoben und 1 nach unten verschoben. Das heißt, der Funktionsterm, der lautet hier 1 geteilt durch x minus 2 minus 1. Und da sieht man, auch diese Funktion hat offenbar eine Nullstelle und einen Achsenabschnitt, auch wenn die in getrennten Abschnitten liegt. Und auch die kann man natürlich berechnen auf gewohnte Art und Weise. Und das wollen wir tun. Das heißt, wir nehmen die Funktion und setzen sie als erstes 0. Das heißt, 1 geteilt durch x minus 2 minus 1 gleich 0, addieren wir plus 1 und nehmen das Ganze dann mal x minus 2. Dann steht da 1 ist gleich x minus 2 oder schnell ausgerechnet, x ist gleich 3. Da liegt also die einzige Nullstelle und hat diese Funktion auch einen Achsenabschnitt. Dazu müsste man jetzt gucken, was passiert, wenn wir x gleich 0 einsetzen. Wenn wir x gleich 0 einsetzen, das dürfen wir, dann steht hier 1 geteilt durch 0 minus 2 minus 1 und das ist im Ergebnis minus 1,5. Okay, auch die Punkte übertragen wir kurz hier in unsere Grafik. Nullstelle bei 3, Achsenabschnitt minus 1,5. Der nächste Funktionstyp, das sind Wurzelfunktionen. Und Wurzelfunktionen, die haben auch einen ganz besonderen Verlauf. Und da habe ich Ihnen mal eine mitgebracht, hier exemplarisch die Wurzelfunktion. Und auch diese Wurzelfunktion ist offenbar verschoben. Diese Funktion ist um minus 2 verschoben, also um 2 nach links und um 1 nach unten. Und wie äußert sich das im Funktionsterm? Man hat die Wurzel aus x plus 2 minus 1 als Funktionsgleichung. Wie man hier an der Skizze erkennen kann, hat auch diese Funktion offenbar eine Nullstelle und einen Achsenabschnitt. Und auch die beiden wollen wir mal kurz berechnen. Funktion 0 gesetzt, wie gewohnt, das heißt also Wurzel aus x plus 2 minus 1 gleich 0, 1 auf die andere Seite gebracht und dann quadriert das Ganze, dann steht da x plus 2 ist gleich 1 zum Quadrat oder kann man ausrechnen x gleich minus 1. Achsenabschnitt berechnet, also 0 eingesetzt in die Funktion wäre die Wurzel aus 0 plus 2 minus 1, also Wurzel 2 minus 1 und das sind ungefähr 0,41. Ja, auch die beiden Punkte lassen sich jetzt hier übertragen in unsere Funktion, in unsere Grafik. Das heißt also Nullstelle minus 1, Achsenabschnitt 0,41, kann man sehen, das passt. Gut, kommen wir zum nächsten Funktionstyp und das sind die Exponentialfunktionen. Und da habe ich Ihnen heute eine ganz besondere mitgebracht, nämlich die E-Funktion. Aber an der Stelle möchte ich bemerken, dass ich das, was ich Ihnen jetzt zeige, natürlich auch für jede andere Exponentialfunktion so durchführen lässt. E ist ja nur eine Zahl und da es aber eine ganz besondere Zahl ist, habe ich heute hier exemplarisch eine E-Funktion für Sie. Ja, so sieht sie aus und das ist auch eine verschobene E-Funktion. Die Funktionsgleichung sieht ein bisschen komplizierter aus. Sie lautet e hoch x plus 3 halbe, also um 3 halbe nach links verschoben, minus 2. Und auch hier lassen sich Nullstellen und Achsenabschnitt berechnen. Wie geht das? Naja, Funktion erstmal wieder 0 setzen, so berechnet man immer die Nullstelle. Also e hoch x plus 3 halbe minus 2 gleich 0. Die 2 auf die andere Seite gebracht. Und jetzt, ja, wie kriegt man jetzt diesen Term oben im Exponenten bei der e-Funktion weg? Und da gibt es einen kleinen Trick, und zwar ist das, den Logarithmus Naturalis zu bilden. Der Logarithmus Naturalis, wenn man den auf beiden Seiten zieht, dann führt er dazu, dass genau der Exponent übrig bleibt.
Das heißt also die x plus 3 halbe. Und auf der anderen Seite, da würde dann der ln 2 stehen. Ja, jetzt kann man x ausrechnen. Das heißt also x wäre ln 2 minus 3 halbe oder ungefähr minus 0,81. Den Achsenabschnitt, der lässt sich auch berechnen, indem man 0 einsetzt, also e hoch 0 plus 3 halbe minus 2 und das sind ungefähr 2,48. Ja, zeichnen wir das beides noch hier in die Funktionsgleichung ein, also 0 Stelle minus 0,81 und der Achsenabschnitt liegt bei 2,48. Kommen wir zu unserem letzten Funktionstyp und das sind die logarithmischen Funktionen. Und logarithmische Funktionen, die sind auch bekannt als Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Und so eine typische logarithmische Funktion habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Schauen Sie sich den Verlauf an. Auch die Funktion hat offenbar eine Nullstelle und einen Achsenabschnitt. Die Funktionsgleichung, die lautet ln von 2 plus x. Also ist eine logarithmische Funktion, die um 2 nach links verschoben wurde. Ja. Wir berechnen, wie gewohnt, Nullstelle und Achsenabschnitt. Nullstelle, indem wir die Funktion 0 setzen, also ln von 2 plus x ist gleich 0. Und wie kriegt man jetzt den Term aus dem Logarithmus Naturalis weg? Man muss jetzt e hoch das Ganze nehmen. Dann löst sich das auf, das heißt also e hoch ln von 2 plus x und auf der anderen Seite e hoch 0. E hoch 0, das wäre 1 und e hoch ln 2 plus x, das ist genau 2 plus x. Wenn man das macht, kann man x ausrechnen, kommt man auf x gleich minus 1. Ja, bleibt noch den Achsenabschnitt zu bestimmen. Dazu setzt man 0 in die Ursprungsfunktion ein, bleibt da stehen ln von 2 plus 0 und das ist ungefähr 0,69. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man bei 7 gängigen Funktionstypen Nullstellen und Achsenabschnitte bestimmen kann. So funktioniert das auch bei allen anderen Funktionstypen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank.